Weiß ich, wie diese Leute sonst im Allgemeinen zu uns stehen, die Leute, die im Konsulat arbeiten? Also schauen die auf uns herab? Sind wir da eher so Abschaum? Halten die Iruvia fast. hat innerhalb des Imperiums seine gewisse Sonderstellung insofern, als dass es den größten Teil seiner Autonomie bewahren konnte. Und nun, dort ist man sich mit der imperialen Regierung ständig zumindest ständig am Säbelrasseln. Das Konsulat ist mehr eine Proforma-Angelegenheit und es ist ein offenes Geheimnis, dass sie eher hier sind, um, sagen wir, verborgene Interessen der Irianer in der Stadt durchzudrücken, als offene diplomatische Beziehungen aufrechtzuerhalten. Entsprechend auch die Finanzierung der Red Sashes. Ah, okay. Ja, dementsprechend würde ich noch mal ein, zwei Taler zusammenklauben, weil mehr habe ich ja vermutlich nicht. Und diesem Mann mal auf guten Schritt folgen. Hoffentlich ist Faye in meiner Nähe, wenn das schief geht. Ich brauche Hilfe. Du kannst immer noch sagen, dass du mir den Weg zum Hauptquartier der Red Sashes zeigst, weil ich noch nicht so lange in der Stadt bin. Ich meine, das sind meine Landsleute. Ich mag sie nicht, Ah. aber es sind meine Landsleute. Ja, es ist eine gute Idee. Es ist eine gute Idee. Ja, ihr wollt den Mann also erstmal eine Weile beschatten, ja? Ja, also ich habe nicht unbedingt, ich will jetzt nicht dem von einer Straßenecke in die andere hinterherlaufen, ich will nur warten, dass der nicht direkt vor dem Konsulat steht. Das wiederum kriegt ihr ohne Probleme hin. Er ist dann, sagen wir, eine Querstraße weiter, die auch dann etwas leerer ist. Nicht leer, aber leerer. Ihr steht beide unter einer leicht flimmernden Straßenlaterne, während ein leichter Nebel von den Gewässern und von der Bucht heraufzieht, als der Mann gerade um eine Ecke kommt. Faye, hier, das ist einer von deinen Leuten, die arbeiten mit dem Konsulat. Vielleicht können wir ihn fragen. Vielleicht weiß er was. Gott sei Dank. Ja, dann los, bevor wir hier noch länger rumstehen. Guter Mann, guter Mann. Habt ihr eine Minute? Er sieht einen Moment lang alarmiert aus, als ihr auf ihn zuschreitet. Scheint dann aber die Situation so einzuschätzen, dass er euch prinzipiell erstmal nicht gefährlich haltet und bleibt stehen. Rückt sich seine blaue Kappe zurecht. Dann blickt euch erstmal an. Kneift die Augen etwas zusammen, jetzt wo ihr aus dem Schein der Laterne heraustretet. Ja, wie kann ich euch helfen? Habt ihr euch verlaufen? Verlaufen, ja. Ja, und ich dachte, ich könnte diesen Einheimischen fragen, wie ich zu meinen Landsleuten bei den Razzaschos komme. Aber anscheinend hat er ebenso wenig Ahnung wie ich. Ah, seid ihr also tatsächlich eine Landsfrau? Ich war mir einen Moment lang nicht sicher. Ihr seid ja auch noch in der lokalen Tradition gekleidet. Nun, Ja. es ist ganz einfach. Ihr geht hier über die Brücke vom Weißen Pferd, dann immer der Straße nach, dann biegt ihr an der Ecke Vine Street, Great Center Street nach rechts ab und dann habt ihr bereits die Schwertkampfakademie erreicht. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Es ist ein prächtiges Gebäude. Die Oh, wahre Perle im gesamten Stadtteil. Und das haltet war jetzt euch. ein bisschen viel. Vielleicht noch mal langsam oder wofür sollen wir uns in Acht nehmen? Nun, nehmt euch vor dem Rest des Stadtviertels in Acht. Ja, es ist dort nicht sicher für Alleinreisende. Ist echt gefährlich hier. Ja, hat er nicht Unrecht. Nun, es ist nicht so wie in meiner ordnungsliebenden Heimat, aber wir alle tun unsere Pflicht, nicht wahr? Wenn ihr mich entschuldigen möchtet, werte Dame, ich habe noch zu tun. Er geht weg und ihr könnt sehr distinkt das Klimpern von Münzen in seinem Gepäck hören. Wie viele Münzen? Hätte ich das Viele. ein? Okay, Also ist das. mehr als du komfortabel mit dir herumtragen möchtest. Ja, dann würde ich uns ein bisschen zurückfahren lassen. Ich glaube, das ist er. Der sieht so aus. Der Münzen. Viele. Geld. Na dann, hol die anderen. Ja, ich bin Sind ja wir auch nicht auf meinem weit? kaputten Knie nicht mehr so flott unterwegs. Würdest du es vielleicht machen? Ist gut. Dann schau ihnen nach und ich hol die anderen. Und Faye verschwindet in der dunklen Gasse, wo sie die anderen erwartet. Ja, ihr seid nicht weit weg und Faye kommt ums Eck. Diese Gasse ist absolut finster. Es gibt ein einzelnes schwaches Licht, das irgendwo aus einem offenen Fenster im ersten Stock scheint. Aber ansonsten gibt es hier unten keine Lampen. Die eine Straßenlaterne, die hier vielleicht dann anscheinen würde, scheint derzeit kaputt zu sein. Ich hätte dich was verprügelt. Wo sind die Hey, anderen? pass auf. Hätte ich nicht gewollt, dass du mich siehst, hättest du mich gar nicht gehört.
Der ist es. Offenbar hat uns unsere Menschenkenntnis nicht im Stich gelassen. Der trägt jedenfalls mehr Geld mit sich rum, als man das von einem Boten erwarten würde. Also auf, hinterher. Löchte, sehr gute Neuigkeiten. Fee, ich bin sehr stolz auf dich. Du hast das sehr gut gemacht. Danke. Jetzt laufen wir ihm einfach hinterher, oder was ist der Plan? Na, ich denke, Jacques wollte ihm zureden, sagt man nicht? Gut zureden. Ja, und ich denke, damit werden wir hoffentlich herausfinden, wo diese Kriegskasse verborgen ist. Okay, wir fragen ihn. Los geht's, kommt! Hallo? Und dann verprügeln wir ihn, oder? Das könnt ihr machen. Danach ist er ja nicht mehr von Wert. Ha? Also... Jetzt, hopp. Nun, Jack, kurz bevor der Bote, dem du noch nachsiehst, im aufziehenden Nebel und der Finsternis der Straße verschwindet, siehst du dann auch auf der anderen Seite deine vier Kameraden aus der dunklen Gasse kriechen. Sie sehen gar nicht so aus, als hätten sie gerade einen Vorbeiziehenden für seine Taschenuhr abgestochen. Boss, da vorne läuft er. Was ist der also? Ich habe schon von Fei gehört. Ihr habt das sehr gut gemacht, ich bin sehr stolz auf euch. An euch vorbei poltert ein von zwei ziemlich großen Ziegen gezogener Lastkarren und der Fuhrmann ruft euch noch zu, aus dem Weg, als ihr gezwungenermaßen, wenn ihr nicht überfahren werden wolltet, dann wenn ich an die Seite stolpert. Hey, pass auf hier mit deinem Scheiß. Steh nicht auf der Straße rum. Ach ja? Was du sagst. Komm mal du her. Hey, Boss, wir haben doch was zu tun, oder? Mary. Ja, lassen wir diesen Mann mit seinen Ziegen alleine. Er sieht ohnehin aus wie ein Bauer. Und wir müssen uns doch Größerem widmen, nicht wahr, meine Freunde? Er sieht tatsächlich aus wie ein Bauer und hat eine Riesenladung voller Pilze hinten drauf. Große noch dazu. Vielleicht können wir ihn überholen, indem wir uns aufteilen. Jemand schleicht ihm hinterher und die anderen überholen ihn? Nun, wie ganz normale Passanten. Ich finde das gut. Aber Jacques ist nicht so gut zu Fuß. Komm, Escher, wir laufen vor. Gut. Ihr seid zu viert. Ich denke nicht, dass es irgendeine Art von Würfelwurf ist, den Typen zu Fuß zu überholen. Einer von euch wird es auf jeden Fall schaffen, sagen wir es mal so. Und ob die anderen da sind. Ich dachte, einer wollte ihn danach schleichen. Einer wollte ihn beschatten und die anderen vier wollten sich entsprechend aufteilen. Ich sage mal, einer von euch wird ihn auf jeden Fall irgendwann wieder aufgreifen können. Und wie viele der anderen dann in der Nähe sind, werden wir dann über einen einfachen Glückswurf bestimmen. Aber wer möchte ihn jetzt beschatten? Jack. Faye? Also einfach, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Okay, Faye dann. Gut, dann an dieser Stelle eine kurze, weiterführende Regelerklärung. Ich möchte hier, wenn du mich tatsächlich einen Würfelwurf haben. Jetzt haben wir nicht mehr den Gather Information Roll oder den Fortune Roll von gerade, sondern jetzt haben wir einen Action Roll, einen Aktionswurf. Der funktioniert im Grunde nach demselben Prinzip erst einmal. Also du sammelst wieder deine Punkte in Prowl zusammen. Es ist in diesem Fall, ich würde sagen, es ist Prowl. Du möchtest ihm unauffällig folgen. Ja. Genau. Sag uns einmal kurz, wie viele du da hast. 2. So, jetzt aber, da es ein Action-Roll ist, der besteht aus zwei Komponenten, aus deiner Position und dem Effekt. Es ist im Grunde ganz einfach erklärt, die Position ist, aus welcher Situation heraus du das machst, und sie bestimmt im Grunde, wenn die Sache schief geht, wie schief geht sie dann? In welcher Situation bist du, wenn du es nicht schaffst? Und der Effekt ist, wenn die Sache klappt, wie gut klappt es? Die Position gliedert sich in drei verschiedene Positionen auf. Entweder ist die Position kontrolliert, das heißt, du hast einen Vorteil, du nutzt eine gute Gelegenheit aus. Sie ist riskant, das ist, wenn es im Grunde Mann gegen Mann geht oder wenn du unter Stress arbeitest. Oder sie kann verzweifelt sein, das heißt, wenn du in ernsthaften Schwierigkeiten bist oder wenn du einfach nur deine eigenen Fähigkeiten überreizt hast. Ebenso gliedert sich der mögliche Effekt in drei Kategorien auf. Entweder ist es Standard, du reichst, was du willst. Oder er ist entsprechend geringer oder größer. An dieser Stelle sagen wir einfach mal, es ist eine riskante Position, denn es ist nicht sonderlich schwer, ihm zu folgen, aber da er eine große Menge Geld transportiert, ist er sicherlich sehr wachsam.
Und sagen wir, der Effekt ist Standard, denn so gut ausgeleuchtet sind die Docks nicht. Und es ist entsprechend einfach, sich hier und zwischen den allenthalben herumstehenden Leuten zu verbergen. Und dann würfelst du einfach und wir schauen, was passiert. Ich habe eine 5 und eine 1. Eine 5 und eine 1. Wir schauen nochmal kurz in die Referenz rein, beziehungsweise ich sage dir, was passiert. Wir waren riskant. Bei einer 5, du erreichst, was du wolltest. Entsprechend, du folgst ihm eine Weile oder so lange, bis ihr da seid, wo ihr hin wolltet oder bis ihr da seid, wo er hin will. Aber eine Komplikation taucht auf. Das ist jetzt schwer, tut mir leid. Was denkst du, was hier eine Komplikation sein könnte? Was könnte passieren? Er sieht mich nicht, aber aus irgendeinem Grund könnte es sehr viel schwerer werden, ihm zu folgen. Keine Ahnung, vielleicht benutzt er ein Boot, wo ich dann nicht mehr nachschleichen kann? Oder nicht mehr so einfach? Aber prinzipiell erreichst du... Ja. Oder ein anderes Gangmitglied schließt sich ihm an? Ja, das finde ich gut. Er scheint... er bleibt kurz stehen. Ihr denkt erst, er ist da. Dann geht er in eine Kneipe herein, die so an der Verbindungsbrücke zwischen den Docks und dem nächsten Viertel liegt. Du bist gerade dabei, die anderen herbeiwinken zu wollen oder wunderst dich, dann kommt er wieder heraus. Er scheint wohl durch das Fenster einen seiner Kameraden gesehen zu haben. Jeder von ihnen hat jetzt einen Becher auf jeden Fall in der Hand, vermutlich voller Wein, und die beiden scheinen sehr angeregt diskutierend ihren Weg fortzusetzen. Du kannst ihm allerdings weiter unauffällig folgen. Und irgendwann kommt ihr dann hoffentlich nun wirklich da an, wo ihr wollt. Es scheint wieder eine Bar zu sein, aber eine ziemlich schlechte, um ehrlich zu sein. Sie heißt Der Halbe Aal. Und über der Tür ist auch ein halber Aal aufgepinselt. Und die anderen, also zumindest einer von den anderen, ich sage jetzt einfach mal Jack, sieht ihn ebenfalls, weil du dich hier gerade clever positioniert hast. Er kommt gerade mit seinem Kumpel die Straße runter. Und hinter ihm, wenn du darauf achtest, siehst du Faye, die ihm folgt. Ja, ich wink den Boss heran. Boss. Ja, also ich glaube, er geht da jetzt gleich rein. Also wenn wir ihn noch abfangen wollen, dann jetzt. In den Alben Aal. Ich denke, dann sollten wir wohl unser Glück versuchen, ne? Ja, also wenn du Escher auf den anderen jagst, dann biete ich ihm an, keine Ahnung, vielleicht so einen kleinen Deal. Weißt du, er kriegt 30, wir kriegen 70, dann kriegt er am Ende 70 und wir 30 und dann erzählt er uns was. Er hat ja Geld dabei und dann tun wir so, als hätten wir ihn überfallen und dann hauen wir ihm noch einen und dann hat er eine Menge Geld gemacht. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Dann werden wir das so machen. Ja. Ich darf nur da hauen? Finde ich gut. Und du hast gehört, was Jack vorgeschlagen hat. Das machen wir so. Ich finde die Idee sehr schön. Wir können doch in der Bar einen trinken. Das setzen wir vorher als Spesen ab. Ja, das können wir sicherlich im Anschluss machen, um unser Geschäft zu bekräftigen mit diesem Mond. Ja, Mond, das ist eine gute Idee. Wir gehen in die Bar und trinken einen. Das wirkt unauffällig. Also, dann hau ich den, oder was? Also wie Jack gesagt hat. Während ihr ihn beobachtet und Faye gerade zu euch aufschließt, stellt ihr fest, er betritt den halben Aal nicht. Er geht an der Seite herum, in einer Seitengasse. Ihr könnt gerade noch so eine Position einnehmen, von der aus ihr da hineinsehen könnt. Dort gibt es eine Treppe, die an der Seite in den ersten Stock hinaufführt. Dort geht er hoch, klopft ein paar Mal an eine Tür und wird dann eingelassen, zusammen mit seinem Kameraden. Jetzt ist er weg. Oh, sieht der Loch. Aber ich habe gesehen, wo er hin ist. Oh, ja, aber er ist nicht reingegangen, ne? Er ist irgendwie vorbeigegangen. Irgendwo hoch. Wahrscheinlich ein Wohnhaus. Wohnkomplex. Cool, was hast du gesehen? Kannst du es mir sagen? Ich habe leider nicht geguckt. Naja, da die Tür hoch. Jetzt ist die Frage, das gehört nicht mehr zu der Kneipe. Wollen wir warten, bis er wieder rausgeht und ohne ihn anwesend nachgucken? Oder gehen wir rein, wenn er da ist? Also jetzt. Ja, aber,
Ja, einer von euch ist doch hier. Der kennt sich doch gut aus mit so Leutebestanden. Wenn er wieder rauskommt, einer von uns muss nah dran sitzen und hören, ob er noch das Geld hat. Weil wenn er das Geld nicht mehr hat, dann ist es da. Das ist ja richtig. Dann verstecke ich mich am Fuß der Treppe. Kann ich mal klopfen? Ja, also, Boss, das ist doch eher was dann für gleich, oder? Wenn er dann reinstürmt und sie alle verprügelt. Vielleicht sind noch mehr da drin. Könnte sein, dass da gut so 10 Leute drin sind, dann haben wir ein Problem. Na, wir werden herausfinden, wie viele Leute in diesem Gebäude sind, für den Fall, dass es der Ort ist, an dem die Kriegskasse deponiert ist. Das kriege ich schon hin. Ich finde das heraus. Antoine, Toni, du könntest mal reingehen, also klopfen und fragen, ob das hier die Kneipe ist. Was hältst du davon? Oh, aber wenn es am Ende die Kneipe ist, dann komme ich nicht wieder raus. Nein, ist es ja nicht. Das gehört zu einem Wohnkomplex oder so. Die Kneipe ist hier unten. Aber dann geht's die Treppe hoch. Einfach mal reingehen und so tun, als ob du zur Kneipe willst. Zockst du mit den Schultern und sagst, Entschuldigung, ich wollte eigentlich zum Klo oder so. Ich weiß es nicht, Mann. Ich verstehe. Du bist ein kluger Mann. Du wirst dich da schon rausreden können. Oh, ich probiere es einmal. Lass dich nicht erstechen, Mann. Ah, ich weiß, ihr seid ja da für meinen Rücken, nicht wahr? Also, ihr deckt mir schon den Rücken, wenn ich... Klar, den auch und den Arsch. Oh, wir passen auf, keiner von uns will, dass du als Geist wiederkommst. Oh, ich möchte das auch nicht, das ist doch sehr lästig. Ich werde euch heimsuchen, wenn ich als Geist wiederkomme, das ist euch bewusst, nicht wahr? Jetzt geh los, Toni. Ja, das ist mir sehr bewusst. Geh los, Toni. Ja, dann würde ich mal dahin gehen. Ich würde ganz entspannt die Treppe hochsteigen, zu der Tür gehen, dann wie der Mann eben auch mehrmals dran pochen. Excusez-moi, bonjour. Die Treppe knarzt ein wenig, als du hinaufgehst und dann auf dich aufmerksam machst. Es dauert bestimmt eine Minute. Als dann genervt jemand die Tür öffnet. Du siehst sofort, dass es innen eine ziemlich dick aussehende sogar Kette gibt, die Tür. Und zumindest vom Aufdrücken, je nachdem wie stabil diese Kette ist, vielleicht auch vorm Eintreten bewahren soll. Der Mann hat einen ziemlich fetten Schnauzbart und sieht dich ernervt an. Die Kneipe ist unten. Ihr könnt meine Gedanken lesen. Nun, du siehst im schwachen Licht einer, vielleicht sogar einer Öllampe hinter ihm, allerdings sehr deutlich, dass er eine rote Schärpe trägt. Verzeiht mir, ich bin schon wieder weg. Ich habe das wohl missverstanden. Einen schönen Tag noch. Ja, verzieh dich. Ja. Dann würde ich wieder runtergehen. Da ist er wieder. Hey Toni, wie viele Leute waren da drinnen? Ich konnte nicht genau sehen, wie viele Leute da drinnen sind, aber zumindest seiner mit einer roten Schärpe und Red Sashes. Ich denke, das ist recht offensichtlich, ja. Und die Kette zur Sicherung der Tür, sie ist sehr massiv. Ist das Gebäude zweistöckig oder kann man... Das Gebäude ist vierstöckig. Okay. Gibt es denn Treppen in den dritten und vierten Stock oder irgendwelche anderen Leitern? Keine, wie du von hier aus sehen kannst. Allerdings stehen die Dächer so nah beieinander, dass du im Grunde nur einen kleinen Sprung machen musst oder ein Brett drüberlegen. Ja. Jetzt, wo du hinschaust, von einem der Dächer ist sogar ein Brett auf das Dach dieser Kneipe gelegt. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns über die Treppe da drüben... Da kommen wir rüber in den dritten oder in den vierten Stock und dann können wir über diesen Balken da, können wir rübergehen, dann sind wir im dritten. Oh, das ist ein sehr guter Plan für die Tatsache, wenn es wirklich unsere Lokation ist, nicht wahr? Aber das müssen wir abwarten, wenn Faye uns sagen kann, ob der Mann ohne Geld zurückkommt oder nicht. Aber wir können doch die Zeit nutzen. Ich meine, wenn wir jetzt hier sowieso nur warten... Gucken wir uns mal den dritten und vierten Stock an. Also wenn er sich verpisst, vor allen Dingen über diese Treppe da hinten, die Brett. Ich würde einfach gerne wissen, was uns da drin erwartet, ja? Oh, ich kann deine Neugier verstehen, mein Freund, aber wenn es wirklich das Gebäude sein sollte, dann kriege ich schon heraus, was uns darin erwartet, und zwar auf andere Art und Weise, wenn du verstehst. Deswegen bist du unser Anführer, Toni. Ja. Nun. Tatsächlich öffnet sich die Tür. Faye, ich nehme an, du bist in Position. Ja. Gut.
Ich möchte hier keinen Wurf für haben. Du hast, wenn ich mich nicht täusche, als Lurk, der du bist, einen speziellen Mantel dafür, den du in der Vergangenheit schon benutzt hast. Du kannst dich unter der Treppe, unter der es sowieso ziemlich finster ist, zwischen einer leeren Kiste ohne Deckel und einer Mülltonne ein wenig hineindrücken. Und wenn man nicht nach dir sucht, findet man dich hier unten nicht. Ich glaube nicht, dass dies irgendwie eine Art von Würfelwurf noch rechtfertigt. Allerdings, die Tür geht auf und ihr anderen seht, wie erst der Kumpel des Boten herauskommt, sich vorsichtig umsieht und dann die Treppe hinuntergeht, auf der Straße auch nochmal nach links oder nach rechts schaut. Ihr duckt euch alle instinktiv ein wenig näher in die Schatten hinein, auch wenn ich vermutlich aus dieser Entfernung nicht sehen kann. Und dann erst kommt der Bote selbst hinaus, schaut sich auch noch einmal vorsichtig um, dreht sich dann nochmal drin nach Tür und Faye, du hörst ihn noch sagen, die vier Prinzen seien mit euch. Benutzt die Kohle gut, ja? Unsere derzeitigen Mittel sind ein wenig begrenzt und lasst es nicht wieder eskalieren. Und drin kommt nur ein, sagen wir, mittelbegeistertes Brummen. Dann zieht der Bote die Tür zu und geht eben so zu seinem Kameraden hinunter. Oh no, Tony, was machen wir jetzt? Nun, wir warten auf Faye. Sie wird uns gleich sagen, was denn nun hier abgegangen ist, nicht wahr? Die beiden ziehen dann in dieselbe Richtung ab, aus der sie gekommen sind. Und Faye, wenn du kurz um die Ecke linst, kannst du irgendwann zufrieden feststellen, dass sie vermutlich weit genug weg sind, um dich von hier fortzubewegen. Ja, Faye löst sich aus den Schatten und huscht wieder zu den anderen rüber. Ich konnte keinen Münzenklimpern mehr hören, aber er hat zu den Leuten oben gesagt, sie sollen mit dem Geld haushalten. Und ja, es war recht eindeutig. Oh, das ist eine sehr gute Information, Faye. Das ist fantastisch. So haben wir gleich das Gebäude gefunden, nachdem wir gesucht haben und wir mussten den Mann nicht einmal verprügeln. Oh. Asher, ich weiß, du bist enttäuscht, aber sieh es so. Wenn wir gleich nach da oben gehen, dann kannst du ganz viele Leute verprügeln und abstechen und erschießen. Das ist ganz dir überlassen. Hey, aber dann kommen die Krähen. Wir wollen nicht die Krähen. Ah, gut, das ist richtig. Verprügel sie nur, ja? Aber brich ihr nicht die Nase. Warum die Nase? Die Beine? Ja, die Beine kannst du brechen, aber nicht die Nase, Mann. Sonst sterben die. Dann fangen die mal so an zu husten. Denk dran, wenn das Rezesches sind, dann haben die Schwerter. Erschießt sie lieber, also wenn ihr müsst. Ich soll sie nicht erschießen. No, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich habe einen guten Plan. Also ich werde einen Geist rufen. Ich werde dem Geist auftragen, dass er das Gebäude von innen aus spionieren soll und uns dann Bericht erstattet. Wie viele Leute, wie die Räume aufgebaut sind und so weiter und so fort. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Und ein Geist kann sehr ungesehen sein. Er kann auch sehr präsent sein, ne? Denn das kommt immer darauf an, was für ein Geist es ist. Aber ich kenne da genau den richtigen. Was? Warum redest du so viel? Mach da einfach mal. Euch anderen läuft bei der Erwähnung eines Geistes ein kalter Schauer über den Rücken. Irgendeiner von euch wird sicherlich auch feststellen, dass er gerade unwillentlich einen Schutztalisman oder was auch immer er in der Tasche hat, ergriffen hat. Aber das scheint auch einen guten Anton ja nicht zu kümmern. Dann suchst du dir ein ruhiges Plätzchen und wir stehen Schmiere. Genau, das ist der Plan. Schaut mir am besten nicht zu, ich weiß, es macht euch immer eine tierische Angst. Hey Jack, wie wär's denn, wenn wir oben in den dritten Stock gehen und wir sägen uns von oben nach unten rein? Du weißt doch, mit Klettern, mit meinem Knie, da musst du richtig vorsichtig sein. Nur die Planke, die wir rübergehen müssen. Wenn du runterfällst, ist dein Knie wieder gebrochen, aber wenn du nicht runterfällst, dann geht das. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du dir nicht so richtig Sorgen um mich machst, weißt du das? Manchmal habe ich so das Gefühl. Aber wenn wir sowieso eine Säge dabei haben, können wir das Bein auch gleich absägen. Asher, kommst du mit? Dann läuft er ja noch schlechter. Ich glaube, die braucht mich hier unten für die bösen Rabatz und so, ne? Faye, willst du mitkommen? Wir nehmen eine Säge und sägen uns rein. Kommen wir erstmal zu Anton.
Während er sich mit seinem Plan scheinbar noch nicht so ganz einig ist. Was genau hast du vor? Ich würde gerne meine Special Ability nutzen, Compile. You can attune the ghost field to force a nearby ghost to appear and obey the command you give it. Werf dir mal in den Chat, für alle, die für alle sichtbar ist. So? Genau. Okay. Gut, du suchst dir ein ruhiges Plätzchen. Es ist in Crowsfoot nicht schwer. Sagen wir, ein verlassener Hinterhof. Die Gebäude herum sehen so verfallen aus, du bist dir nicht sicher, ob sie überhaupt noch bewohnt sind. So eine Wegminute von den anderen entfernt. Und kannst versuchen, dich auf das Geisterfeld einzustimmen. An dieser Stelle, noch eine kleine Regelerklärung. Du kannst zu jedem Zeitpunkt, kannst du dich entweder pushen, also dich besonders anstrengen. Dies kostet dich 2 Stress. Stress siehst du oben in deinem Charakterbogen. Du hast zu jedem Zeitpunkt, es müssten 9 sein, ja. Dann bekommst du einen Würfel. Oder du kannst einen Deal vom Spielleiter bekommen, ebenso für einen Würfel. Aber immer nur eins von beiden. Ich hätte hier einen Deal für dich. Okay. Du kannst einen Geist rufen. Aber, also du kriegst dann plus einen Würfel. Aber der Geist ist definitiv das Opfer eines Gewaltverbrechens. Und nachdem er deinen Dienst erfüllt hat, wird er an wem oder was auch immer gerade am nächsten ist, seine Frustration entladen. Gut. Kurze Frage dazu noch. Was sind Spirit Bottles? Die habe ich nämlich im Inventar. Das sind Flaschen, in denen man Geister fangen kann. Geil. Ja, dann nehme ich deinen Deal. Okay. Dann darfst du Attune würfeln. Es ist eine... Ich denke, es ist eine kontrollierte Position, weil du Zeit hast. Nein, es ist eine riskante Position, weil du im Feld bist. Du hast zwar Zeit, dich vorzubereiten, aber du kannst nicht irgendwie einen Kreis malen oder Kerzen anzünden oder wie auch immer. Ja, okay, wie kann ich jetzt den zusätzlichen Würfel hinzufügen? Dann kannst du hinterher, wenn du jetzt auf Attune drückst und dann Position riskant eingibst. Risky? Dann bei Effekt nimmst du auch Standard, denn ich denke, Effekt ist Standard. Du rufst deinen Geist, Punkt. Und dann fragt er dich nach Bonuswürfeln. Ja, Bonus Dice. Einen. Okay. Dies ist eine 5. Wieder einmal gilt hier, du schaffst es, aber... Konsequenz.